Immer weniger Leute interessieren sich für Politik. Insbesondere junge Leute dazu zu bewegen, politische Verantwortung zu übernehmen, wird immer schwerer. Wir haben in Dautphetal Allendorf eine rühmliche Ausnahme gefunden. In Dautphetal Allendorf haben wir den jüngsten Ortsbeirat im Landkreis Maulbietenkopf getroffen. Das sind die drei Jungs und die stellen sich jetzt einfach mal kurz vor. Mein Name ist Tim Vollmerhausen, ich bin 20 Jahre alt und ich bin der Ortsvorsteher hier in Allendorf. Okay. Mein Name ist Christian Pölser, ich bin 26 Jahre alt und begleite das Schriftführeramt im Ortsbeirat. Alles klar. Mein Name ist Jonas Bandl, ich bin 23 Jahre alt und bin der stellvertretende Ortsvorsteher. Tim, du bist jetzt seit etwas über einem Jahr hier Ortsvorsteher in Allendorf. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ab? Also die Zusammenarbeit mit der Verwaltung läuft sehr gut. Also die Verwaltung steht hinter uns. Als du angefangen hast, warst du 19 Jahre alt. Gab es irgendwelche Vorbehalte von Seiten der Verwaltung wegen des jungen Alters? Nein, überhaupt nicht. Auch von den anderen Ortsvorstehern nicht. Ich wurde gut aufgenommen in dem Kreis der Ortsvorsteher. Mich als Bürgermeister begeistert die Arbeit. Ich kann einfach nur sagen, die jungen Leute bringen neue Ideen, neuen Schwung. Ein Beispiel, was ich ganz toll fand, der Bürgermeister schickt manchmal für die Babys, für Neugeborene ein kleines Präsent. Und dieser junge Ortsbeirat hat dann ganz gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, wir wollen auch gerne mit den Kleinsten in Kontakt reden und gehen zu den Neugeborenen und besuchen die und machen auch kleine Präsente. Hat vorher noch nie ein Ortsvorsteher gemacht. Also hier sind wir jetzt an der Straße angekommen, wo wir uns vorgenommen haben, diese versuchen zu reparieren, weil einfach durch den Lkw-Verkehr und den schweren Autoverkehr sich die Steine auseinandergedrückt haben und so gefährlich werden kann, wenn kleine Kinder mit Fahrrädern oder Inlinern hier runterfahren und entsprechend stürzen können, weil die Fugen so groß sind. Tim, erzähl uns doch mal, was deine Motivation war, dich damals für den Ortsbeirat aufzustellen. Meine Motivation war zum einen, dass ich gerne was verändere. Also ich nörgel nicht gerne rum und verändere dann lieber. Und zum anderen war es eigentlich so ein Berufen, weil unser Ortsbeirat hätte sich dann aufgelöst und der Verbund zur Gemeinde wäre dann eben weg gewesen. Jonas, was sind denn Projekte, wo du denkst, das ist was, was wirklich euch auch ein bisschen als Ortsbeirat auszeichnet, auch als jungen Ortsbeirat? Ja gut, das eine ist zum Beispiel, wir haben eine ortsinterne WhatsApp-Gruppe. Das haben wir von unseren Vorgängern noch übernommen, aber ich denke mal, wir haben die Nutzung auch ausgeweitet und intensiviert, dadurch, dass wir uns besser mit diesen Medien auch auskennen, klar. Und was jetzt noch so ein Projekt ist, was ansteht, dadurch, dass wir momentan eine sehr hohe Geburtenrate in Allendorf haben, haben wir uns überlegt, dass wir einen Erste-Hilfe-Kurs für Neugeborene anbieten. Jungs, nach einem Jahr Ortsbeirat, was würdet ihr sagen? Was ist euer Fazit? Ja, ich würde sagen, das Fazit ist eigentlich durchweg positiv. Wir bekommen sowohl von den Leuten aus dem eigenen Ort als auch von der Gemeindeverwaltung lediglich positives Feedback. Und auch die anderen Ortsbeiratskollegen sind natürlich froh, dass sich auch jüngere Leute zu sowas gefunden haben und haben ihren Spaß mit uns. Und was würdet ihr sagen? Also würdet ihr es jedem raten, allen jungen Leuten, dass sie sich auch politisch so engagieren? Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, das zu machen, sich politisch zu engagieren, weil ich finde immer wieder, und das habe ich mir auch damals schon immer gesagt, ich tue lieber was dafür und beschwere mich nicht nur die ganze Zeit und so kann man immer ganz gut mitwirken. So, das war er, einer der jüngsten Ortsbeiräte Mittelhessens. Hier in Dautphetal Allendorf zeigt sich, dass politisches Engagement keine Frage des Alters ist, sondern dass jeder mitmachen kann.